Der Papa von meiner Tochter hat sich getrennt, da ich einen Narkoseschnitt hatte. Wir reagieren heute auf... Doc Felix, wie schlimm sind die Symptome bei Mandy? Arzt erklärt. Und zwar hat er auf unser letztes Video auf unserem Hauptkanal reagiert und erklärt, ja, ob die Symptome von Mandy schlimm sind. Sie hat nämlich vorzeitige Wehen. Und ob es zu einer Frühgeburt führt. Genau, und da sind wir selber gespannt, weil gerade hatte Mandy auch wieder eine Wehe. Frühgeburt. Was sind die Anzeichen und was kann man tun, um möglichst früh dagegen zu wirken, damit alles glatt geht? Um das herauszufinden, gucken wir uns heute das Video von Fitness Oscar und Mandy an, weil da gibt es so ein paar Symptome, die wir uns angucken können, damit wir das verstehen und auch lernen können, damit wir das verstehen können. Das muss ich nochmal sehen. Unser kleiner Schatz. Unser kleiner Engel. Oh, heute Nacht. Oh, das muss ich später nochmal erzählen, sonst werde ich ganz emotional. Da gibt es so ein paar Symptome, die wir uns angucken können, damit wir das verstehen und auch lernen können, worauf es da ankommt. Mir ist nochmal hier ganz wichtig zu sagen, es ist eine schwierige Situation jetzt für mich, weil ich möchte ja auf der einen Seite dir keine Angst machen oder so. Auf der anderen Seite muss man aber auch über bestimmte Sachen reden, die auch gefährlich sein können. Entschuldige das bitte, wenn ich das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, zu reißerisch gemacht habe. Mein größter Wunsch wäre, wenn du nach dem Video sagen würdest, okay, ich habe jetzt wenig Angst, ich habe sichere Informationen und mit diesen Informationen gehe ich zu meinem Arzt. Das ist ja im Prinzip das Allerbeste. Fangen wir sofort an. Vielleicht habt ihr es ja bei dem letzten Update schon gesehen. Mein Gebärmutterhals war ja verkürzt und da wollten die nochmal einen Blick drauf werfen. Die Gebärmutterhalsverkürzung ist etwas, das haben viele. Ne? Das kann auch überhaupt nichts, also muss nichts Schlimmes sein. Es kann aber auch sein, dass das tatsächlich zu einer Frühgeburt führt. In der Medizin spricht man von der Cervix-Insuffizienz. Ja? Cervix-Gebärmutterhals. Und die Insuffizienz bedeutet immer, ein Organ ist nicht in der Lage, ausreichend seine Funktion zu erfüllen. Zum Beispiel beim Herz. Da kann es zum Beispiel bei mir das Problem sein, ich habe eine Gebärmutterfehlbildung. Ich weiß nicht, ob er das auch mit eingeblendet hat. Für alle, die es nicht wissen, also ich habe nur eine halbe Gebärmutter und einen Eileiter. Also das nennt sich so eine Einhorngebärmutter. Und das haben wir tatsächlich auch erst vor... Im August haben wir das letzten Jahres erfahren, also das erkennt man auch nicht sofort. Ich habe auch zwei Eileiter, aus denen auch immer die Eizellen entnommen wurden, deswegen wurde das auch gar nicht gesehen, dass jetzt zum Beispiel hier die Eizellen fehlen. Ich hatte immer reichlich Eizellen, aber wie gesagt... Die Eierstöcke fehlen auch. Eierstöcke habe ich, genau. Ach so, warte. Aber Eileiter fehlt, Eierstöcke habe ich, beide, ja, und super. Daraus konnten die Eizellen entnommen werden. Aber die Gebärmuttergröße, das sieht man dann nicht auf dem Ultraschall. Dafür musste eine, nicht Magenspiegelung gemacht werden, mit so einem Kontrastmittel haben die meine Eileiter durchspült. Herzen gibt es auch die Herzinsuffizienz. Da ist es so, dass das Herz halt Probleme hat, seine Aufgaben, ne, Blut durchs Herz zu pumpen, zu erfüllen. Also wir sind diesmal auch bei einer anderen Ärztin, weil der Arzt keinen Termin mehr frei hatte. Aber ihm war das einfach wichtig, dass wir das kontrollieren. Gerade auch wegen meiner Gebärmutterfehlbildung. Da wollen wir nichts verpassen. Gebärmutterfehlbildung, ich glaube, da gehen wir noch am Schluss vielleicht drauf ein, weil es gibt unterschiedliche Anomalien. Also wir denken immer, jeder Mensch wäre gleich, hätte die gleiche Organe, aber gerade bei der Gebärmutter gibt es ganz viele unterschiedliche Arten. Ich glaube, da sagt aber Mandy auch noch am Schluss was dazu. Weiter verkürzt hat, dann könnte es sein, dass der zugenäht werden muss oder dass ich so einen Ring bekomme, aber ich hoffe einfach, dass der sich wieder stabilisiert hat. Ich habe mich eigentlich die Woche über sehr ruhig gehalten. Genau, also es gibt erstmal so ein paar Symptome, zum Beispiel so ein Druckgefühl und dann, wenn es wirklich eine starke Verkürzung gibt, gibt es bestimmte Therapieverfahren. Das eine, das hat sie schon gesagt, das ist so ein Ring, den stülpt man über den Muttermund und dadurch wird so ein bisschen Druck rausgenommen. Man kann aber auch eine Zerklage machen oder so einen totalen Muttermundverschluss. Das ist im Prinzip eine Naht. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen. Mein Kollege Konstantin hat da mal die Metapher benutzt. Stell dir vor, du hast einen Luftballon. Am Ende des Luftballons nähst du den dann zu. Dass du also einen Luftballon hast, nähst ihn hier zu und dann hast du hier so ein bisschen weniger Druck auf den empfindlichen Stellen. Das, ich meine, soweit ich weiß, wird das meistens ab der 14. Schwangerschaftswoche gemacht, wenn man schon weiß, dass eine Cervix-Insuffizienz oder so wie das heißt, vorliegt, weil der Gebärmutterhals muss sowohl außen als auch innen lang genug sein, dass man den überhaupt zunähen kann. Ich hatte mit einer Followerin geschrieben, sie hatte, ihr Gebärmutterhals war noch stabil, aber der innere Gebärmutterhals war so verkürzt schon, dass sie es gerade so zunähen konnten, Gott sei Dank.
Und genau, meistens wird das ab der 14. Woche gemacht. Und sie hat jetzt gesagt, so die beste Klinik, die sowas macht, ist in Berlin. Das Gebärmutterhals nicht noch weiter verkürzt hat, weil er ist zwar noch im Normbereich, bei 26. Genau, in der 14. Woche wird das dann halt so prophylaktisch gemacht. 20 mm. Unter 25 fängt man an, sich Sorgen zu machen und unter 15 muss man eben zunehmen. Auch da gibt es so ein paar Richtwerte, dass je nach Schwangerschaftswoche, in der du bist, eine bestimmte Therapie erfolgen soll oder auch eben nicht erfolgen soll. Ah, okay. Oh, krass. Coole Grafik. Ja. Gut zu wissen. Warte, du warst? Ich bin... Also da in dem Video warst du, glaube ich, hier. 22 plus 0 bis 32 plus 6. Da bist du ja jetzt immer noch. Mhm. 40 Millimeter. Aktuell ist meiner bei 2,5. Also dann ist er ja deutlich drunter. Also eigentlich... Erst ab der 35. Woche ist er eigentlich bei 2,5. Ja. Also hast du unterdurchschnittlich wenig. Und das ist dann eine Verkürzung. Guck mal. Mhm. Krass. Also habe ich echt sehr wenig. Aber man muss es dann, glaube ich, also ich glaube, die Ärzte gucken es bei mir, ob es sich weiter verkürzt. Also wenn der jetzt dauerhaft bei 2,5 bleibt, ist der ja trotzdem stabil. Hier hat Fitness-Oscar, glaube ich, gesagt, ab 15 sollte man nähern. Aber eigentlich ist es auch schon ab 25 mm indiziert. Aber das ist dann wahrscheinlich eine Einzelfall. Ja, genau. Das, was ich gesagt habe, halt, war halt, was die Ärzte im Krankenhaus uns gesagt haben. Also nicht verallgemeinert, sondern auf uns bezogen. Genau, aber beim letzten Mal haben wir nur über den Ring, diesen Pessar-Ring gesprochen. Aber der Arzt hatte uns mal die Möglichkeit genannt, dass man es auch zunähen kann. Des Arztes. Aber das Problem war, was den Ärzten halt Sorgen gemacht hat, dass es sich vom vorletzten auf den letzten Termin um 10 mm verkürzt hat in ein paar Tagen. Wenn das jetzt der Fall nochmal ist, von 26 auf 16 und dann... Aber das wird nicht sein. Ja, das ist halt auch immer so was Gutes, dass man halt den Verlauf kontrolliert. Ja, ja. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so richtig. Du meinst gerade, du könntest Bäume ausreißen. Ist doch schön, das zu sehen, oder? Und das hat sich auf jeden Fall verlängert. Es gibt immer ein paar Messungenauigkeiten. Es ist bei uns immer so ein Hin und Her. Ja. Wir sehen uns traurig, dann wieder happy, dann wieder traurig, dann wieder happy, weil das so ist das Leben. So, es ist auch ein Hin und Her bei uns. Da absolut. Können wir nichts für. Leider, wir wünschten auch, es wäre mal ruhiger, ja. So wie jetzt die letzten Tage. Ich wünschte, der wäre noch bei 4. Dann würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Je nachdem, wo man ist und wer. Ja. Aber da muss ich auch sagen, bei Rio hatte ich auch Probleme mit dieser Gebärmutterhalsverkürzung. Also wir dachten ja, dass er in der 32. Woche kommt, aber da hatte ich Wehen gehabt. Da habe ich auch dann die Lungenreifspritze bekommen. Und auf meinem Mutterpass habe ich letztens mal geguckt. In der 34. Woche hatte ich tatsächlich einen Gebärmutterhals von 3,3. Und ich glaube, eine Woche später plötzlich nur noch von 1,6. Also da hat sich dann innerhalb von ein paar Tagen auch sehr krass verkürzt. Und genau, also Rio kam dann letztendlich bei 35+1 in der 36. Woche. Ja, genau. Also wir haben gerade, wenn wir einen Ultraschall benutzen, da wird immer gesagt, dass es sehr anwenderabhängig ist, ne? Je nachdem, wie viel Erfahrung du hast. Und kurz zum Ultraschall, das kennst du, das hattest du mit Sicherheit auch schon. Normalerweise nimmst du ja einen Ultraschall so über den Bauch und kannst da halt durch die Organe gucken, ohne Strahlenbelastung. Das ist was total Cooles. Es kostet nichts, das hat keine Strahlenbelastung. Du kannst es also ultra easy machen. Und bei Schwangerschaften oder bei Frauen, ja, wenn du ein Mann bist, hast du davon natürlich überhaupt keine Ahnung. Da ist es so, dass man auch mit dem Ultraschall transvaginal schallt, um sich auch die inneren Organe anzugucken. Und je nachdem, wie der Winkel ist, wie deine Erfahrung ist und so, kann es dann natürlich auch zu Messungenauigkeiten kommen. 37 mm gemessen und dann am Ende gesagt ungefähr 30. Genau. Statt den 26 wie vor einer Woche. Also kürzer ist auf keinen Fall geworden. Und wir dachten noch letztes Mal, dass deine Nabelschnur neben der Plazenta liegt. Ja. Was zu Komplikationen führen kann. Aber sie hat genau. Jetzt nochmal genauer angesucht und geschaut. Es liegt wahrscheinlich am Rand der Plazenta. Das könnte die sogenannte Insertio velamentosa sein. Da ist es so, dass die Nabelschnur nicht an der Plazenta inseriert, sondern an den Eihäuten. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Finde ich voll cool, dass er auch auf das alles eingeht in dem Video. Also nicht nur irgendwie auf das Thema Frühgeburt und Verkürzung, weil ich glaube, das ist für viele auch voll interessant. Und wir haben zum Beispiel auch davon noch nichts gehört, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Nabelschnur nicht auf der Plazenta liegt.
durchschnittlich. Also das ist so 1%. 1% klingt jetzt nicht so viel, aber wenn du überlegst, wie viele Leute halt schwanger sind und wie viele Leute halt eine Geburt bekommen, eine von 100, das kann schon mal sein, dass das so ist. Und das Problem ist da, dass die wichtigen Gefäße so teilweise ohne Schutz verlaufen. Ja, die Plazenta und so bilden ja einen Schutz und das ist dann ohne. Und da kann es sein, dass Blutungen entstehen oder es kann auch zu kindlichen Hypoxie bekommen, also Hyp. Die Vorsilbe, das Präfix Hyp, das bedeutet, das ist die Kurzform von Hypo und deutet immer zu wenig. Und es gibt dann noch die Hyper, Oxy, ja, Hyper irgendwas, und das bedeutet immer zu viel. Und Oxy kennst du ja von Vanish Oxy Action oder so. Da geht es halt dabei bei der kindlichen Hypoxie darum, dass das Kind halt zu wenig Sauerstoff bekommt. Hyp, Oxy. Ah. Aber das waren auch nur ein paar Komplikationen. Ne? Es gibt noch andere. Und in dem Fall, also was wir da auch gelernt haben, also falls das der Fall ist, wenn es nicht auf der auf der Plazenta liegt, verbessert mich gerne, wenn das falsch ist, dann wird meistens in dem Fall auch ein Kaiserschnitt empfohlen, weil wenn dann die Gebärmutter platzt, dann kann es zu Blutungen führen und wie er gesagt hat, auch zum Beispiel zu Sauerstoffmangel bei dem Kind. Also da ist es natürlich immer die Frage, klärt das am besten immer mit dem Arzt ab, aber das war jetzt so die Info, die wir jetzt noch da zusätzlich hatten. Andere wie Fruchttod und so. Ja, also die können es nicht zu 100% sagen und auch nicht ausschließen, ob es jetzt neben der Plazenta liegt. So wie sie es mir gezeigt hat, ist es meiner Meinung nach noch minimal auf der Plazenta, wirklich ganz, ganz am Rand. Ich weiß nicht, falls ihr das schon mal hattet, es kann irgendwie zu Blutungen führen, wenn dann die Fruchtblase platzt. Da sollte man dann eher, glaube ich, einen geplanten Kaiserschnitt machen. Aber es ist auch jetzt... Es ist alles gut und ja, das Köpfchen liegt genau unten. Der Pops hat sich gedreht. Da gibt es auch ganz spannende Liegeweise, wie das Baby denn liegt. So, das heißt dann Beckenendlage, ne? Oder es gibt dann auch, also im Medizinstudium muss man echt die verrücktesten Sachen lernen, fand ich jedenfalls. Also das Baby dreht sich, wenn es rausschlüpft aus der Frau hinaus, dreht sich in bestimmte Richtungen und es kann halt mit dem Gesicht nach unten schauen, es kann mit dem Gesicht nach oben schauen. Ja, die heißen dann by the way auch Sterngucker, ja, ist vielleicht ein schönes Wort. Aber natürlich bei diesen Drehungen kann es natürlich, hast du bestimmt schon mal gehört, dass die Nabelschnur sich irgendwie blöd wickeln kann und so. Mhm. Kann es natürlich dann auch zu Risiken kommen, wo man dann sagt, ich glaube, das ist zum Beispiel bei der Beckenendlage so, dass man dann da auch eher einen Kaiserschnitt macht, damit halt einfach nichts passiert. Generell ist die gynäkologische Entwicklung, glaube ich, was Geburten angeht, einer der Erfolgsgeschichten der Medizin, weil vor, weiß ich nicht, 1000 Jahren, ich weiß gar nicht, wie das mit der Kindersterblichkeitsrate war und Mütter und Schwangere und so, und das ist ja jetzt wirklich total krass, dass wir mit einem Sono schon uns die Lage angucken können, dann überlegen, operieren wir nicht oder machen eine Naht, geben wir einen Ring rein, das ist ja, da ist Medizin halt richtig geil. Und eigentlich auch präventiv, also das, was ich sowieso gut finde. Ich glaube, der... Und vor allem auch der Kaiserschnitt, was der geschafft hat, das ist krass. So davor habe ich mich informiert, dass die entweder, ja, die Mutter und das Kind gestorben sind, als es noch keinen Kaiserschnitt gab und das Baby falsch lag. Oder sie haben dann, als sie den Kaiserschnitt entwickelt haben, war er, glaube ich, noch nicht so krass. Da ist dann die Mutter verblutet, glaube ich, oder das Kind hat es nicht geschafft, bis es dann irgendwie ein paar Jahrhunderte gedauert hat, meine ich, gelesen zu haben, dass dann der erste Kaiserschnitt erfolgreich war und die Mutter und das Kind überlebt hat und heute überleben ja beide wunderbar. Also da ist echt die Medizin, Gynäkologie richtig weit. Auch was zum Kaiserschnitt sagen. Ich habe letztens nämlich auf TikTok gelesen, dass Kaiserschnitt ja überhaupt keine Geburt wäre. Und ich muss sagen, es ist absolut eine Geburt. Und ich bin, also wir können so dankbar sein, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, wie Oskar gerade schon erklärt hat, mit dem Kaiserschnitt. Das ist einfach unglaublich. Es ist ja letztendlich egal, wie das Kind auf die Welt kommt. Es ist ja trotzdem geboren worden. Und von daher finde ich das nicht schön, wenn Leute so einen Kaiserschnitt so runterreden, genau, ja, schlecht machen, nur weil sie jetzt irgendwie eine Spontangeburt hatten. Ich hatte auch eine Spontangeburt, aber ich muss ehrlich sagen, falls ich einen Kaiserschnitt bräuchte, dann wäre das vollkommen okay. Also natürlich ist es manchmal so, dass man mit dem Kopf irgendwie sich vielleicht eine Spontangeburt wünscht, aber ich finde, man kann so dankbar sein über diese Möglichkeit. Er
hat sich gedreht. Tatsache. Ja, ich glaube, er kann sich auch noch drehen, aber dadurch, dass ich ja sowieso nur eine halbe Gebärmutter habe. Ja, die halbe Gebärmutter, das ist, glaube ich, der Uterus unicornis. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Fehlbildungen. Dieses Wort hat Manny verwendet. Das würde ich auch mal verwenden, aber irgendwie mittlerweile klingt es irgendwie politisch unkorrekt. Ja, aber hier siehst du, dass der Uterus halt nicht nur, ich sag jetzt mal wie aus dem Anatomiebuch, aufgebaut sein kann, sondern der kann halt auch noch andere Formen haben mit so einem Septum. Das ist nur, das nur ein. Genau, da, das vierte Bild von oben, so sieht meine Gebärmutter aus. Und das erste, das ist, glaube ich, die normale, oder? Ja, wobei du am Anfang irgendwie meintest, dass irgendwas hier noch ist. Also, ja, ein Eierstock ist bei mir. Aber die Frage auf der ist, Seite noch. Kann ein Eierstock da sein ohne dieses Ding? Wie heißt dieses Ding aber nochmal? Aber da wurden die einzelnen entnommen. Also ich weiß auch nicht, ja, wie das. Ja, aber vielleicht wurden sie auch hier entnommen. Aber es kann auch sein, also als die Diagnose im Raum stand, hat der Arzt, hatten wir eine OP direkt am nächsten Tag durchgeführt, um zu gucken, ob es verklebt ist durch die durch meine Überstimulation, die ich hatte. Und der Arzt hat gesagt, er hätte es spülen können eventuell, aber er hat es nicht gemacht. Also er weiß nicht, aber er geht davon aus, dass die Hälfte fehlt. Oder es kann sein, wenn er es gespült hätte, dass mein Körper überreagiert hat, weil er es nicht kennt, dass das offen ist. So, also es ist ganz kompliziert irgendwie. Oha, guck mal, was Cindy geschrieben hat. Der Papa von meiner Tochter hat sich getrennt, da ich einen Narkoseschnitt hatte. Notkaiserschnitt. Oh, ja, ist ja. So. Oh, warum das Notkaiserschnitt denn? Hatte. Krass. Er meinte, ich hätte sie nicht geboren. Oha. Oh, krass. Und das nach der Geburt. Also, du hast deine Tochter geboren und lass dir da bitte überhaupt nichts anderes einreden. Und ich glaube, das war einfach wirklich eine feige Ausrede vielleicht. Eine Hälfte entsteht und dass es halt ganz, ganz viele Varianten gibt von einem Uterus. Ah, mach mal kurz zurück. Ich glaube, guck mal, vielleicht habe ich die da. Mit? Hier oben? Ja, was steht da? Aber ich habe ja auch mit nur ein. Mit rudimentärem Horn ohne Endometrium. Rudimentär ist ja so ein Hinterbleibsel. Das ist ja bei mir oben noch dran, dieses Ja, Dinkel. Also das ist, dass nur ein Leiter frei ist und der andere halt verklebt ist. Ja, das habe ich, glaube ich. Oder? Also ich habe ja zwei Eierstöcke. Du hast doch MRT gemacht, ne? Ja. Das müsste man halt jetzt zeigen. Aber da haben wir die Bilder nicht. Es ist, das, was hier ist, ist auch immer noch nicht das Einzige. Das kann dann trotzdem noch unterschiedlich aussehen als hier. Aber meine Gebärmutter ist nur halb so groß. Das wissen wir auf jeden Fall. Ja. Und da geht nichts durch. Deswegen hat der Pops nicht so viel Platz wie zum Beispiel hier. Und deswegen liegt er schon mit dem Kopf nach unten und wird sich wahrscheinlich nicht mehr drehen, obwohl wir erst die 27. Woche haben. Nur, dass nur eine Hälfte entsteht und dass es halt ganz, ganz viele Varianten gibt von einem Uterus. Und vermutlich hat sie diesen Uterus unicornis, das weiß ich natürlich nicht, aber auch da gibt es natürlich nochmal diese Subtypen. Und um 22:12 Uhr, das weiß ich noch, hatte ich die erste Wehe gehabt. Und ich habe mir dann tatsächlich so einen Wehentracker runtergeladen. Und dann habe ich alle 3 bis 5 Minuten eine Wehe getrackt. Ja, also wenn du so alle 3 bis 5 Minuten Wehen hast, dann kann das halt auch auf eine Frühgeburt hindeuten. Ja, also das ist wieder so eine Sache, man will ja keine Angst machen, muss es aber auch ernst nehmen. Und ich glaube, das ist für ganz viele Mütter, das kann ich jetzt von mir selbst natürlich nie sagen, wie das dann für mich wäre und so, aber das kann natürlich einen sehr, sehr stark belasten. Ach, ich meinte natürlich auch die 3 bis 5 Minuten vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche. Danach werden die natürlich dann noch regelmäßiger. Und da habe ich mir dann Sorgen gemacht, weil man sagt ja, wenn die Wehen regelmäßig sind, das ist halt kein gutes Zeichen. Sie waren zwar jetzt nicht so extrem stark, deswegen bin ich nicht sofort ins Krankenhaus gefahren, beziehungsweise habe gezögert und dann habe ich wieder eine Paracetamol genommen. Da hatte ich auch noch ein paar Wehen gespürt, aber konnte dann auch wieder schlafen. Dann ist es noch schlimmer geworden. Mandy wollte schlafen, aber dann hat sie im Schlaf quasi die Wehen getrackt und haben wir gemerkt, die werden immer häufiger und auch immer schmerzhafter. Dann haben wir uns entschieden, die Kliniktasche kurzfristig zu packen. Also ich habe auch Rückenschmerzen dazu bekommen. Das muss man auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Rückenwehen kennt. Also im unteren Rücken hat es extrem gezogen. Das hat mir dann auch voll die Sorgen gemacht.
gehabt. Ja, und dann haben wir die Tasche genommen und uns entschieden, ins Krankenhaus zu fahren. Und die haben gesagt, das war auf jeden Fall richtig so. Die haben dann verschiedene Untersuchungen gemacht. Ja, also soll sie das sagen, was sie gemacht hat? Ultraschall gemacht. Das ist halt wirklich cool beim Ultraschall, weil wie gesagt, es kostet nichts, du kannst es immer machen und du kannst da halt auch mittlerweile auch eine Menge sehen. Und bei einer Frau kannst du ja sogar von innen transvaginales Ultraschall machen. Unter dem Ultraschall hatte ich auch eine Wehe gehabt, genau. Dann hatten wir auch über den Pessarring gesprochen, also die Ärztin kam dann nochmal rein, dass das halt eben eine Option wäre, weil die Frage ist, wirkt... Genau, der Pessarring, das hatte ich ja schon erklärt, ne? Der Abschnürungsring. Die wehen sich auf den Gebärmutterhals aus oder nicht, und wenn die sich halt darauf auswirken, dadurch, dass er sich von Donnerstag auf Samstag so verkürzt hat. Aber es ist auch immer nur ein Gewebe, also es kann ja auch sein, dass wir den morgen messen und dann plötzlich wieder bei 3 ist, was super wäre, und die Wehen dann keine Auswirkungen darauf hatten. Das wünschen wir uns natürlich. Falls nicht, dann hatten wir ja schon über den Pessarring gesprochen. Da könnt ihr auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ich bin froh, dass die Wehen besser geworden sind. Wehenhemmer habe ich noch keinen bekommen, weil das kann man nur 48 Stunden geben. Und dann... Du meinst alle 48 Stunden. Wehenhemmer wären Oxytocin-Antagonisten oder Beta-Sympathomimetika. Und die Indikation wäre da, wenn du halt regelmäßig vorzeitige Wehen hast und das in einer Verbindung mit dem verkürzten Cervix steht. Und Lungenreife und Wehenhemmer auch nicht. Damit wollen sie auch noch warten. Genau, damit wollen sie auch noch warten, weil wenn man einmal den Wehenhemmer gegeben hat, dann ist der Körper schon so immun dagegen, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, die Lungenreife, die wirkt ja meistens auch so 2 Wochen. Lungenreife, das ist was Spannendes. Da gibt man Glukokortikoide, und bei den kleinen Babys ist das ja so, dass die Organe, die müssen ja erst noch groß werden. Bei den Babys, die benutzen ja gar nicht ihre eigene Lunge. Die atmen natürlich nicht unten. Da ist es so, dass die Lunge sich halt reift. Und die Lunge, die hast du bestimmt schon mal gesehen, die besteht aus so ganz vielen kleinen Blasen, die sogenannten Alveolen. Und diese Alveolen, kannst du dir vorstellen, wie so eine Seifenblase oder ein Luftballon, die müssen sich halt ein bisschen aufpusten. Und da gibt es Zellen, die dabei helfen können. Das sind die sogenannten Surfactant-produzierenden Typ 2 Pneumozyten. Die sind dafür da, die Oberflächenspannung von den kleinen Alveolen zu senken. Also stell dir vor, die Alveole, diese kleinen Luftbläschen, die wollen sich aufpumpen, ja, als würdest du da reinpusten. Und dagegen ist halt der Druck, ja, die Oberflächenspannung. Und das Effekten schafft es halt, dass diese Oberflächenspannung halt ein bisschen geringer ist und dass die Lunge halt reifen kann. Da auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Da gibt man Cortison, ne? Das kann genau. Zu Herzrasen führen und Hitze und sowas alles. Ich glaube, es wurde auch gerade hier im Chat geschrieben von Diana. Ja, und das führt dazu, dass die Lunge eben nicht so zusammenklebt, meine ich, ne, von dem Baby. Krass, ja. Wie das erfunden so wurde. Einfach erklärt, ja. Ja, ich erkläre es natürlich nicht so medizinisch wie Felix, aber... Aber ja, leidhaft. Ich glaube, so hatten wir es auch von der Hebamme so ganz easy erzählt bekommen, aber ich finde es gut, dass er es auch nochmal so medizinisch erklärt. Sehr interessant. Die wir ausschöpfen können, um noch Zeit zu gewinnen. Und jetzt sieht ja alles stabil. Hey, da habe ich den gleichen Pullover an. Stabil und gut aus. In 3 Wochen habe ich auch die nächste Kontrolle bei der Frauenärztin und da bin ich dann auch schon in der 30. Woche. Morgen komme ich in die 27. Woche. Da bin ich sehr dankbar drüber. Ja, genau. Man macht halt dann auch, man versucht halt Zeit zu gewinnen, dass halt auch zum Beispiel auch die Lungenreifung noch besonders gut funktioniert, ne? Weil je länger das Baby natürlich im Bauch ist, desto besser. Und ich bin mega happy, dass jetzt alles stabil ist, dass die Wehen, also sie sind nicht ganz weg, aber sie sind nicht mehr regelmäßig und Rückenschmerzen sind auch weg. Und warum ich jetzt noch hier im Krankenhaus bin, wir müssen tatsächlich noch auf die Abstriche warten, ob noch Bakterien und Keime da sind. Ansonsten brauche ich nochmal eine Antibiose. Genau, deswegen müssen wir so lange hier warten, bis das Ergebnis da ist. Super, weil Infektion ist halt auch ein Grund, den man ausschließen müsste bei einer Gebärmutterhalsverkürzung. Weil das kann natürlich auch dazu führen, dass da was entsteht, was man nicht haben will. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass hier ganz viel auf Vorsorge und Prävention geachtet wird. Weil meistens ist es ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel an so schreckliche Krankheiten wie Krebs denken, dass wenn der Krebs dann kommt, wir in einer deutlich schlechteren Situation sind. Also wir sollten möglichst früh einfach Dinge tun, dass wir erstmal gar nicht erst krank werden oder wenn wir dann den Krebs bekommen, dass wir den so früh wie möglich erkennen. Und dieses Video, da zeige ich dir, welche Anzeichen Krebs haben kann. Und in diesem Video geht es darum, was für Medizin eigentlich im Essen steckt, was du jeden Tag isst. Ja, cooles Video von Doc Felix. Ich finde das richtig cool, dass wir hier gemeinsam Aufklärung betreiben, was dieses Thema angeht. Oh, Entschuldigung. ja, und insofern also ich fand's hat er auch gut gemacht. Super.
Genau, und wie er gesagt hat, wir sind einfach sehr, sehr vorsichtig, gerade auch dadurch, dass wir wissen, dass ich eine Gebärmutterfehlbildung habe. Und die Ärzte sagen auch immer, das ist so schön, sie wollen einfach nichts verpassen, weil es kann dann doch schneller irgendwie zur Geburt kommen. Bei Rio ging die Geburt ja auch super schnell und von daher sind wir da sehr vorsorglich und genau.